And here we are again. Surprise, surprise. Genau, wir bringen die Fischfrikadellen. Nee, wir bringen die zurück nach Hamburg. Die waren nicht mehr gut. Die müssen zurückgebracht werden. Ist schon dunkel, echt? Und hier regnet's. Sauerei. Was machen die Frames? 28, ne? Es geht ja. Noch. Kommt dann wieder. Schlechter. Also. India Kilo Echo. Was sind wir da? 167. Und was nehmen wir als Code? Nehmen wir TUI. Was ist ja wurscht. Connect. Und dann machen wir unsere Fluchtvorbereitung. Diesmal machen wir den Sim Toolkit Pro an. So, New Flight. Also India Kilo Echo 167 von was sind wir? EDDM nach EDD. Ja, den gibt's. Ich weiß, dass den. Ach. Nicht gibt. Von vorne. Also 167 EDDM nach EDDH. Alternate EDDV. Max 8. Ja, stimmt so. Wir wollen rasen, also geben wir eben einen hohen Kostindex. Und machen wir hier mal so 62,9 Tonnen, nicht zu wenig. Extra Fuel, 15 Minuten. Taxi out 10, Taxi in 5, das stimmt so. Input, Rarup. Ich hoffe, das ist eine High-Level-Route. Mal gucken, was rauskommt. Welcher Level? Reklamation. Level 260. Nee, das mögen wir nicht. Das ist doch alles scheiße. Genau, hier. Der ist, glaube ich, High Level. Nochmal machen. Ah, Level 300, naja. Wir können immer noch für höher fragen. Ah, hier Level 340 kommt dann noch. Okay. Den tragen wir in den Flugplan gleich ein direkt. So, gut. Haben wir das erledigt. Zack. Dann mache ich jetzt hier Flight Planning. Latest Sim Brief OFP. Lädt er. Ja. Ja. Ich muss wieder mal den Sim Toolkit Pro updaten. Ich muss noch hier mein Flugzeug hinzufügen. Das nervt halt. Also, Add Aircraft. B38M. Kennt er nicht. Eben. Deswegen muss ich 738 eingeben, auch wenn es gar nicht stimmt. Airline India Kilo Echo. Oh, mein Telefon klingelt. Moment.
So, da sind wir wieder. Also Level 340. Komm, Level 340. Landing irgendwie 50 oder 100 Fuß. Machen wir 100 Fuß draus. Wir nehmen das Logo Light. Ja, war gerade beim ehemaligen Arbeitskollegen am Telefon, der hat mich angerufen, wegen diesem Kurs da auch in den USA für die amerikanische Airline Transport Pilot Lizenz. So, init. Also wir sind in EDDM. POF. Copy, Paste. Dann tue ich auf dem zweiten Bildschirm den Flugplan laden. Flightplan. Wie weit ist der Claudio? Ist der bald da? Beeil dich mal. Lima. Input. Remarks. Fly IKEA. Genau. Send. Zack. Weg. Dann kann man hier den wegschalten. ATC, wen haben wir denn? Hat der Ground, hat der PDC, steht nichts drauf, ist egal. 12177, ATIS, was haben wir da? Information Foxtrot. 26 left and right in use. Moderate wind and drizzle. 260 at 5 degrees. 6 kilometers visibility. Clouds scattered 800 feet. Broken 1300 feet. Overcast 3600 feet. Temperature 14, 14 Grad im Sommer, unglaublich, ey. QNH 1018, Tempo 4 Kilometers, broken 800 feet, ja. Also, Q im Arsch, 1018. Mal gucken, ob der Claudio schon aufgetaucht ist irgendwo in meiner Liste hier. Ah, da ist der Pascal Schmidt. Der ist ja von, ne, kennen wir doch, von dem Aero News Germany. Der fliegt gleich von München nach Marseille. Nicht nach Hamburg, schade. Und wo ist der? Noch nicht da, ne. Gut, dann gehen wir mal auf den Ground, was haben wir gesagt? 121,77. Können wir schon mal reindrehen. 12177. Aber du bist bei Cargo, okay. Ich habe dich noch gar nicht gesehen auf der Liste von Piloten in meiner Gegend. Tower ist 120,5. Dann machen wir hier weiter. Also Route, Route. EDDH, POF. Also EDDM nach. Ah, ich habe noch keinen Flugplan exportiert. Das muss ich noch schnell machen. Gehen wir hier hin auf den, wo ist er? Da. Download latest flight plan. Geben wir eben ein paar Sekunden. Und dann Export selected formats. Was haben wir da genau? Hamburg ist drin, wunderbar. Dann können wir es hier als Company Route eingeben. Noch unser Call Sign, IKEA, was haben wir gesagt? 167, ne? Mein Zettel aufschreiben, ich brauche einen neuen Zettel. Moment.
So, da sind wir wieder. Ich war noch schnell das Bier wegtragen. Das war dringend nötig. I had to carry away some beer. And let's call the controller. Oh. Oh yeah, we need to as well load our plane. I almost forgot. Fate and balance. Also, fuel. How much fuel do we need? Sim brief. 5 point, what was it? 8 tons. 5.8 copy fuel truck pack payload 19.8 schon wieder hier vollgeladen die Kiste. Dann haben wir hier den Alternate Fuel Hannover 1.2 tons and 1 ton, that's 2.2 tons. Schade, macht schon zu. Ich meine, es ist 9:30 Uhr. Was soll der Scheiß? 2.2 Tons. Zack. Kostindex 85. 5.8. Oh, 5.8. Doch, geht doch. Level 340. Wind 350 at 54. Oh, haben wir Gegenwind. 350 54. Und plus 5 degrees. So, fuel is almost finished. Dagonaben, Flyekea 2, sorry, 167 is ready for clear startup. Information Foxtrot. Start approved, cleared input to Sierra, level 702322, Flyekea 167. Also, fuel is finished. Let's get the pushback truck. Climb 1, flaps 5, 26%. Take off CG trim 4.64 V2 148. Level 70. Runway course is 261, I think. 261 und Kuh im Arsch, 1018. Oh, den mal ganz vergessen. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Set parking brake. Park brake is set. And squawk 2 3 2 2 2. Alt off. Und dann brauchen wir noch was? Wir brauchen noch die Departure Input to Sierra. Also 26 right Input. Oh, das ist von 26 left oder was? Departure 26 left Input to Sierra. Wow, in der Tat. Route. Ba, 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 sieht gut aus. Ja. Also Claudio, wie schaut's aus? Können wir loslegen? Aber er hat die andere Route genommen. Claudio, du fliegst eine andere Route als ich.
Die ist kürzer, also. Und dein Flieger ist auch schneller, ich fliege los. Ein Fly IKEA 167 ist ready for pushback. Push approved to the south, Fly IKEA 167. Also, pushback south. Okay, dann so ground services, GPU disconnect. Ground to cockpit, please show me where you want to go. How connected and bypass been inserted. Park brake released. Release parking brake. Starting pushback and you may start the engines. Stimmt doch. Ach, die Helligkeit ist noch vom Terminal hier, logischerweise. Ja. Okay, achso, man sollte noch hier die Packs abschalten. Dann geht's noch besser mit dem Anlassen. Also Heading LNAV VNAV armed. One, two, three. Kannst du auch in deinem Controller, Piloten-Client sehen. Welchen hast du? Ja, okay, da müsste eine Liste von Frequenzen sein, da steht auch dann EDMM, EDDM-Artist drin mit der Frequenz. Okay, perfekt. Ja. Gut, dann starting engine number one. Oh, ist schon ganz dunkel hier. Sollen wir nochmal hell machen? Wir brauchen noch Trimmung hier, ne? Man sagt 4,46, ja. Operation complete. Please set parking brake. Park brake set. Disconnecting tow. Stand by. Fuel on. And light up. That's good. Da machen wir jetzt hier halt noch die Uhrzeit eine Stunde zurück auf 20 Uhr 36. So. Komisch hat uns geparkt hier, ne? Da stimmt irgendwas nicht. Hat er gesoffen? Wahrscheinlich hat er ein paar Weizen geklaut vom Claudio oder so. Auf dem Stone. Okay, auf der Start-Do-List. Oh, die Fuel-Pumps habe ich ganz vergessen. Ups. Man muss halt jeden Flow machen dauernd. Generators connected, APU off. Start switches to continuous. Probe heat on. Auto, 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 off. Cruising level set, landing elevation is set. Even anti-collision light is on. Komm mal die Tür zu hier. Da fährt er.
Fly IKEA 167 is ready for taxi. Taxi up. Okay, taxi Sierra 6 via Oscar 1 and Charlie 1, Fly IKEA 167. Also, taxi light on, brakes off. So, für diejenigen, die es nicht glauben, ja, das ist IKEA. Fly IKEA. Ja, man kann, wie meinst du, navigieren? Natürlich kann man navigieren, ja. Das geht schon. Also, die meisten Flughäfen sind richtig programmiert im X-Plane. Und dann kann der auch alle Rollwege mit Namen und alle Parkpositionen anzeigen. Aber, wie du vorher gesehen hast, vielleicht da ein... Taxi Sierra Bravo 1-3, 2-6 left. Fly IKEA 167. Bravo 1-3. Und eben, du hast vielleicht gesehen, da war eben, da sind nicht alle Rollwege richtig eingezeichnet in der Szenerie. Und entsprechend kann man da nicht ganz mit navigieren alleine. Aber ich würde mal sagen, 80-90% der Flughäfen, die ich bisher angeflogen bin, waren korrekt programmiert, sodass man damit arbeiten konnte. Genau, Flight Level 7000. 7-0. Also, Departure Review. Heading Select Green, 261 degrees, QNH 1018Z, reading the correct elevation, LNAV, VNAV armed, Level 7-0. Flaps 5, Green Light, Auto Brake, ah, die fehlt noch, Auto Brake, RTO, Speed Brake, ja, Stowed, alles gut. Ach so, ja, natürlich, ja. Du kannst mit dem Airport Navigator, kannst du reinzoomen, rauszoomen, links, rechts, rauf, runter, ja klar, und hier. Und zwar, du musst Steuerung Shift drücken und dann halt mit den Pfeiltasten auf der Tastatur kannst du, musst du gedrückt halten. Das geht eine halbe Sekunde, bis der reagiert. Und auch Page Up, also Bild rauf, Bild runter, ist zum Raußen reinzoomen, während man Steuerung Shift gedrückt hält. Steht so in der begleitenden Lektüre. Aber ist ein bisschen versteckt. Also, dritte rechts ist Bravo 13. Dritte rechts. Erster rechts. Zweiter rechts. Und der nächste ist der dritte. Wir bremsen mal ein bisschen. Was machen die Frames? 25. 23. Bravo 1-3. Der Claudio rollt noch nicht, ne?
Runway 26 left, clear take off, like here, 167. Also landing light, strobe light. Ding dong. Alles gesetzt hier, Transponder TARA, LNAV, VNAV armed, heading select green, auto throttle armed. Elapsed time started. On runway 26 left. Und los geht's. Der Claudio wird auch gleich rollen können, hoffentlich. Toga selected. Let's go. AT knots checked. Throttle hold green. Der macht noch Pushback. Oh Gott. Hätte ich noch warten müssen, Claudio. Gear up. Da unten ist er. Da an der Stelle, das gelbe Ding. One, two, three, nine, fly here, 167. Danke, ciao. Gut. Dann. Autopilot on. One, two, three, nine. Set standard. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Ja, stimmt schon. Hör auf zu. Altimeter setting. Unglaublich. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Will ich mich ärgern? Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Altimeter setting. Ah, endlich Ruhe. Im Karton Speed Check Flaps One Selected. München grüß Gott. Flykea 167 3300 Climbing Level 70. Nachdenk, Nachdenk, Nachdenk. Climb Level 190 Flykea 167 Servus Hermi. So, Standard Set, Flaps up, Light out, Auto Break off, Ignition, Auto, Taxi Light können wir abschalten, Temperature plus 16, so no NTI is needed for the time being, let's go into the clouds, yay, tschüss München. Ja, aber auf dem Wetterradar ist nichts drauf, ne? Aber da kann man nichts modifizieren, manipulieren am Wetterradar-Panel. Schade. Naja, was soll's.
So, Level 100. Landing Lights off. Wing and Logo off. Seatbelts warten wir noch, bis wir hier aus dem Schmodder raus sind. Ah ja, hübsch. Ja, Frames sind so 20, mal runter auf 17, wieder auf 20, 21. One, three, four, one, five, like here, 167, ciao. Okay, dann Seatbelts off. Wünschen Radar guten Abend, like here, 167, level 128, climbing 190. Climb level 300, fly Kia 167, and final requested 340. Fly Kia 167, also climb level 340. Danke, climb level 340, fly Kia 167. 340 set. Habe ich den schon gemacht? Nee, habe ich nicht. Standard. Ich wollte mal gucken hier im Sim Toolkit Pro, wo wir sind. Live Map. Okay. Follow me. Ah, there we go. Oh, Daniel, hallo. Warst du wieder beschäftigt? Ach so, ich hab, kann das sein? Habe ich meinen Bene-Overlay angepasst? Nee, habe ich nicht. Sag doch was. Also EDDM, ne, EDDH, bla bla bla, was sind wir hier, Fly, IKEA, 167, 340 und 5000 und B7E38M. So, jetzt stimmt's. Achso, wir fliegen auch gerade nach Hamburg von München, ne? Nicht von Tegel.
Ja, genau, sehr witzig. Ob ich es selber merke. Also, Wetter in Hamburg. Wir können ja mal hier unser Briefing reingucken. Ah, wir haben ja den Sim Toolkit Pro. Also Flight Summary. Wetter in Hamburg, was haben wir da? 0103 Knoten. Gute Sicht, View Cloud, 17 degrees, 1017. Ja, das kann irgendeine Runway sein. 05 vielleicht, ne? Mal sehen. ILS 23, ah, du weißt schon Bescheid. Na gut. Okay, und wo ist die Nolgo Transition? Nolgo 23? Naja, was soll's. Ach, die wurden alle umbenannt, glaube ich, ne? Keine Ahnung, wie durch der ist, der Controller, der gerade Prüfung hatte. Oh, hier, schön. Ei, Google mal do. So mögen wir das. Wir machen mal davon einen Screenshot oder zwei. Aber eben mal sehen, was dann der FS, der Microsoft Flight Simulator, der heißt ja gar nicht FS 2020, ne? Das ist ja nur so eine, das war eine Temperat, so ein Platzhalter. Der heißt ja einfach nur vom Marketing her, heißt der einfach Microsoft Flight Simulator. Egal, Semantics, ich weiß. Mal gucken, wie schön der die Sonnenuntergang gemacht. Also ich bin dem neuen Simulator gegen sehr aufgeschlossen. Ich werde ihn bestimmt auch irgendwann kaufen und testen. Aber jetzt warte ich halt mal, bis die zahlenden Beta-Tester ab Mitte August damit arbeiten und dann werden die ganzen Fehler ausgemerzt. Dann kann man im Herbst das Ding kaufen, wahrscheinlich hat weniger Ärger. Fun Fact: 18. August ist übrigens auch das, meine Kündigungsfrist. Sehr witzig, ne? Schweinebacken. So, wir können ja mal schauen, was da die, was der Pascal macht mit seinem. Ah, da rollt er. Zum Start gerade in München noch.
8, dann geht's weiter links rum auf Sierra und Bravo 1-2 ist dann von Freier Kakla. Geburtstag, zum World Flight habe ich Geburtstag immer, November. Das wusste bisher aber kaum jemand, deswegen habe ich das auch nur selten in Hamburg gefeiert. Ich bin da still und heimlich, habe ich mich durchgeschmuggelt. Also nicht so spannend da gerade. So. Borup. Aber dass der echt kein Wetter anzeigt, ist schade. Oder es ist kein Wetter da, was er anzeigen kann. Das kann auch sein. Dann tun wir halt auf Terrain umschalten. Das geht auch gerade nicht, oder wie? Da ist halt irgendwie der Wurm drin, kann das sein? Ah, doch, da ist Terrain, ja. Servus, Micha. Hier, willkommen bei IKEA Airways. Der Hermann braucht auch gerade ein paar Sekunden. Als ich bei ihm eingecheckt habe, muss ich vielleicht in meine Flugplankommentare reingucken. Wie ich denn wirklich heiße im Funk. Oh, er hat es geschafft, der Claudio. Jetzt haben wir jetzt hier Vorsprung. Wir haben jetzt wie viel? Wir haben schon 17 Minuten, sind wir in der Luft schon. Und Claudio ist auch gerade gestartet. Nee, ich habe keine VA gestartet. Nein, nein, nein. Nee, während dem Lockdown und so, da im März hat jemand, da gab es in irgendeiner Tageszeitung, gab es eine Karikatur. Jo, Aschebecher 12772, Flykea 167, danke, ciao, servus. Lange gute Flight hier 167 Flight Level 340. Flight hier 167, lange Trainer. Hello, identify Tukimat, Flight hier 167, danke. Achso ja, es gab im März oder April hat jemand, da gab es in irgendeiner größeren Zeitung, gab es eine Karikatur zu. Wenn es dann eben mit Ryanair und so alles weg ist, vielleicht. Ob es dann vielleicht eine neue Low-Cost-Carrier gibt, dann eben. Fly IKEA. Und dann habe ich halt aus Spaß mal da in diesem 737 Max Discord-Server gefragt, ob das jemand so zeichnen könnte. Und da hat jemand gesagt, ja, mache ich. Und das ist das Ergebnis. Ich müsste den Artikel mal raussuchen. Habe ich ihn noch aufgehoben oder nicht? Ich find's halt lustig, aber was anderes. Mal gucken, ob ich's noch irgendwo habe. Vielleicht habe ich's da reingetan, zusammen mit der Livery. Mhm. Nee, die Liveries habe ich alle. Die Max 7 kann man auch immer fliegen demnächst.
die geht noch mehr ab als die Max 8, aber die Max 8 ist halt besser ausprogrammiert. Die ist halt moderner. Also Liveries, wo ist denn das? IKEA, IKEA, hier, Fly IKEA. Ist das noch dabei? Nee. Nee. Tja, ich müsste suchen. Keine Ahnung, ob ich es noch irgendwo habe. Smörde, Smörbröl, Smörbröl, ja. Ja, aber du hast eine 767, du musst doch da mal, ne? Kannst doch Stoff geben. Und du hast eine kürzere Route, du kannst ein bisschen aufholen, aber halt nicht so viel. Naja. 17 Minuten Vorsprung sind halt schon eine Hausnummer, ne? Achso, wir wollten noch die Karten hier, wollte ich schnell ausdrucken. Komm her. So, also Hamburg. Hamburg, ja, machen wir ein ILS oder machen wir ein RMP Approach? Also, Nolgo. Ich tue mal einfach alle Nolgo Arrivals drucken. Airport, Parking Stands, ILS. Genau, die alten Möbel verfeuern. Ja. Also ich sitze an einem IKEA-Schreibtisch natürlich, ne? Logischerweise. So. ddh.pdf ausschneiden, Charts einfügen, weg mit Doha und weg mit Dubai. Tschüss. Achso, da habe ich noch irgendwo geöffnet. Achso, natürlich. So, jetzt haben wir es auch geschafft, ja. So, da, Hamburg. Also, Runway 23 will be Nolgo 1 Papa. That's what we have inserted. Nolgo at or below level 110. Nolgo at or below level 110, that's good. Und dann ILS 23 oder RMP 23. Mal schauen. Was machen wir? ILS oder RMP? ILS oder RMP? Wir sollten ja wieder mal RMP üben. Machen wir RMP draus. Komm. Zack. RNF 23, Delta Hotel 657, zack.
Neuro, wo man sieht, below, bla 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 bla. Ja, sieht gut aus. RMP, genau. RMB, ne? RMB. Rhythm and Blues. Also, haben wir schon Hamburg ATIS Reichweite? Ja, haben wir, ja. 12432. Mal gucken, ob das zu hören ist. Nee, hier gab es wohl gerade ein Internetproblem. Netzwerkfehler. Könnt ihr mich wieder hören? Ja. Ich habe seit ein paar Tagen hier Probleme. Seit gestern Abend, um genau zu sein. Ich glaube, dass hier Vodafone oder Unity Media ein bisschen rumfummelt an der Netzwerkinfrastruktur, weil auch ich in den nächsten Tagen ein neues Netzwerk Modem empfangen sollte per DHL, das ich einbauen muss. Ja, eben. Mal gucken, ob sie sich bald legt mit dem Problem hier mit dem Netzwerk. Ist ein bisschen doof, aber naja, was willst du machen? Wenn es sich dann mit dem neuen Modem demnächst, mit dem neuen Kabelrouter, Kabelmodem nicht legt, dann werde ich mich da auch beschweren. Da muss halt ein Techniker kommen. Und da mal gucken. Nee. Mach. Decimal 80
Okay. Blablablau. Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen. Wieder mal von meinen Ländercodes bearbeiten. Aber keine Zeit. Wir landen hier auch gleich. Also machen wir hier Auto Break 2. Approach Briefing, so the arrival is for runway 23, we checked that already. And then the RNP approach. RNP approach, runway 23, MSA based on the airport reference point, 2100 feet. Final approach point is Pisas. Or fix is Pisas at 3000 feet. 3395 IKEA 167 Schmierbrüll. Und wir machen L nach Venus, Minimum 361. Set. We have several DME or no distances to the runway and altitude checks. Puppy on the left side. Mr. Approach, climb on track 228 to Delta Hotel 111, then turn left direct to Hamburg. Climb 4000 feet. Mal gucken, ob wir das drin haben. Also, Pisas 3000 feet. 23, Delta Hotel 111, Hamburg 4000, ja, ist in der. Oh ja, und Speed 170, da war irgendwas noch drin in der Karte, ne? Ja, Minimum 170, ja. Oh, wie kann man. Gibt es ein Tool, mit dem man einen festen Offset zur Realzeit halten lassen kann? Du meinst generell, immer, absolut, für jede Session. Keine Ahnung. Nee, wäre mir jetzt nicht bekannt. Hast du mal geguckt im X-Plane.org Forum, in der Datenbank dort? Hm. Maastricht, Smirbrüll, Fly IKEA 167, Flight Level 340. Ja. Danke. Und, ja, nee, FS Realtime. Vielleicht gibt's das, keine Ahnung. Aber. Ah, so genau. QNH 1018 wollen wir noch eintragen. Also 1018. So, da sind wir. Wetter wird schöner.
Aha. Ah, sind das die, das sind die What's in Germany Karten, ja, okay. Ah ja, das machen wir ja. RNF23 ist aber nicht ganz auf der Höhe der Zeit, die Karte, glaube ich. Ja, die Karten sind nicht ganz up to date. Macht aber nichts. Nehmen wir die Bodenkarte. Ist gut genug. Ground Chart. Parking Chart, ja. Wo ist der Zoom? Ah, da. Du könntest dir vielleicht über das Fly with Lua, kannst du dir vielleicht ein Skript schreiben. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber ich kenne die Variablen nicht. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß. Das ist keine gute Antwort. Frag mal den Christoph. Vielleicht kann der das machen. Der ist da ja begabter. Als ich zumindest. Aber das Fly with Lua ist ziemlich einfach. Also, das kann sogar ich. Ich habe ja... Mensch, kann ich ja zeigen. Ich habe ja hier für den... Für die Flight Factor 767 habe ich ja ein Skript geschrieben für meinen Joystick und so, ne, für meinen Steuerhorn und Throttle Quadrant, weil die Einrichtungsmöglichkeiten im Simulator, im X-Plane nicht gut genug waren. Wo ist denn das hier? Resources, Plugins, Fly with Lua, Scripts. Genau hier, denn hier, Flight Factor 767 habe ich es genannt. Ich müsste aber umbenennen. Und wie du siehst, die Sprache ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und es gibt im Fly with Lua, gibt es ja, ist auch dabei ein gutes Handbuch, wie man damit arbeitet. Und vielleicht kann man damit auch die SIM-Zeit generell offsetten. Keine Ahnung. Frag mal den Chris. Also, next step. We expect to cross. Wir erwarten, dass wir Null Go auf Level 110 überfliegen. Machen wir mal hier folgendes. Wir nehmen Null Go. Komm zu mir hier. Null Go. Fix. Nach oben. Noch 93 Meilen. So. Wir sind auf 340. Wir wollen runter auf 100. Ja, genau. Ja. Charlie Whiskey, ja klar. 340 runter auf 110. Das sind dann 23.000 Fuß, die ich vernichten muss. 23 mal 3 gibt. 69, also 70 Meilen. Wir addieren noch 10 Meilen, weil die 73, die Max 8 braucht ein bisschen Toleranz, die braucht mehr Meilen. Also 80 Meilen vorher müssen wir runter.
Und wir haben gesagt, wir sind gerade bei, also noch 9 Meilen. In 9 Meilen gehen wir runter. Descent Level 250, IKEA 167. Ja, wann immer ich mit dem Christoph telefoniere, sagt er, ja, er will demnächst mal wirklich wieder den Simulator aufsetzen und damit und so machen. Ja, ja. Ja. Kannst vergessen, ich wollte ja noch. Ups, wir müssen noch hier ein bisschen Karten angucken. So, hier Final Approach Course 228. Oh, das wollte ich nicht. Unicorn, ja. Schon mal die nächste Frequenz vorbereiten, die wir erwarten. 12392, das ist der Bremen Radar. So, was haben wir hier? 2392 IKEA 167 Smörbröl. Ich finde es unterhaltsam. Das ist sehr lustig. Moin Bremen, Fly IKEA 167, descending flight level 250. Level 110, Fly IKEA 167. Level 110, set. Ja, es gibt dann wohl doch eine dunkle Landung, ne? Oder zumindest fast Nachtlandung wird es wieder geben hier. Nix Sunset. Das in Dubai vorhin war sehr hübsch. Aber ich fürchte, die Frames werden dann grenzwertig werden wieder. Wir haben jetzt schon wieder nur 22 gehabt, gerade eben im Cockpit. So, jetzt haben wir schon wieder fast nur einen Monat seit dem längsten Tag des Jahres. Es wird schon wieder früher dunkel, das merkt man langsam, leider. Nicht? Vor allem jetzt mit den Wolken und dem Regen ist es eh schon früher dunkel. Das nervt. Melancholie. So, auch noch den Arrival, den Bremen Radar hier. Moment, wo ist er? 13667, ja. Da.
Dann nehmen wir hier die Ansicht mit den Triebwerksanzeigen. Wir brauchen noch unsere Landeperformance. 149 Knoten, das ist ganz schön schnell. So, dann machen wir es hier Changeover auf Indicate Airspeed 320 und noch ein bisschen Nase runter. Na, 22 reicht. Ich will nämlich ein bisschen früher in Neugo ankommen, dass wir ein paar Meilen auf derselben Höhe fliegen können. Dann bremst es sich besser ab, denn ich will vermeiden, die Speedbrakes, die Störklappen zu nutzen. QNH 1018 ist schon vorbereitet. Das 1018. Ah, da ist der Claudio, super. Grüezi all. Hallo. Ja, Lufthansa 3 Hotel Romeo, sorry, Wind Variable 1 Knot, runway 2 Set Left, Cliff Takeoff. River 975 Hotel Bremen, Radar Good Evening, identified, Climb Flight Level 24, Correction 25. Turn left direct to Savoy and then follow your route, please.
3667, Flycare 167, chop. Oh, was war das? Information, was war das? Golf, ne, ja. Bremen Radar, moin, Flycare 167, Information Golf, Descending Level 110. Ah, jetzt haben wir schon hier Low Frames 20, 19, 20. Okay, der Controller muss nachgucken. Ja. Descent Level 70, Flycare 167, and we are requesting the RNP approach runway 23. So, Temperatur ist plus 11 Grad, braucht man kein Anti-Eis. Heading 010, fly IKEA 167. Heading green, heading select green 010. Level change screen. Level 100. Landing lights on. Fasten belts, wing and logo light. Ignition continues a little bit earlier than normal, but well, we will survive. Nee. Fast. Alles schon mit YouTube oder sonst was.
X-Ray schon rein, X-Ray zurück. Station Alpha X-Ray, weiter X-Ray zurück. Station Alpha X-Ray, Brenner. Five thousand feet, 1018, fly IKEA, 108. 167. 108. Right 030, fly IKEA 167. Also approach check, QNH set, ignition auto, light set, auto brake to, yep. Three 3,000 feet, roger, fly IKEA 167. Fly IKEA 167, speed 180 knots. Okay, speed 180, fly IKEA 167. Okay, done, speed 180. How many miles do we have? Here's Pisas. Speed check, flaps 5 selected. Let's add some drag. Left 320, fly IKEA 167. Ja, der will mich hier direkt reinnehmen. Speed check, flaps 10. Okay, let's build a final. So Pisas. Direct Pisas, cleared RMP approach, 2-3, Wilco, fly IKEA 167. Okay, ähnlich wie NAV, level change, 180. Also LNAV, green, direct Pisas. Ja, hier steppt der Bär. Hier geht's noch richtig ab, du. In Hamburg steppt der Bär. Speedcheck, flaps 15. Let's add some drag.
Okay, was macht der Flieger jetzt hier? Interessant. Runway 23 ist der next wake, Freund. Was soll denn der Scheiß? Also ich probiere jetzt mal Approach Mode. Approach, Final Approach Course, Green. Oh, was machen die Frames? Die sind ganz schlecht. 15, 16, ich muss das Cockpit... Also hier ist irgendwas draußen in Hamburg in der Gegend, was mir die Frames killt. Guck hier, 15, wenn ich ins Cockpit reingucke, sofort wieder 25. 160 until 4, fly here, 167. Flight path green. ASL set for missed approach, 4000. Gear down. Flaps 25. Ah, der London Controller, ja, ja. Das Birschchen. Yeah, we were established, now not anymore. Flykea 167 ist dabei. Okay, dann muss ich... Was macht denn der da? 2500. Ja, Flaps 30. Ja, yeah, wir established Flykea 167. Glide path green. Oh, ich muss runter gucken, damit ich dem nicht die Sequenz kaputt mache. And established on the final flight here 167. Ne, der Flieger macht's nicht. Autopilot off. 12685, flight here 167, ciao. Hamburg Tower Low, Fly Kia 167, RMP 23. Fly Kia 167, Fly Kia 167. Ja, keine Ahnung, warum er das nicht macht, der Flieger. Schade. Fliegen wir von Hand. Wahrscheinlich hat er mir nicht verziehen, der Flieger, dass ich den Glidepath von oben eingefangen habe und nicht von unten. Ja, da ist die Bahn und die Frames sind bei 22. Das ist okay, ja. Auto throttle off. Approaching 2-3. Speed brake armed. Ja, irgendwas ist da, was da eben Frames klaut. Und das waren nicht nur die Wolken, ne? Da war noch irgendwas anderes. Vielleicht waren es die Wolken, das kann auch sein. Aber es ist immer in Hamburg. Hamburg und München, da ist irgendwas ganz Schlimmes. Ja, continue. Aber auch hier, diese Glidepath-Anzeige stimmt nicht. Da ist irgendwas faul noch in der Berechnung. Minimums 200. Wir halten mal die Höhe hier kurz, bis wir auf dem Puppy sind. So, jetzt da runter, da kommt's Puppy. Mami und Puppy. 100. 50. 40. 30. 20. 10. 10. Mal komm, sit down, Baby. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
Also wirklich bremsen oder nicht, der Flieger? Autobrake, hallo. Manual Braking habe ich jetzt genutzt schon. Aber eben, ich habe da beim Abfangen etwas zu stark gezogen und dann ist er wieder leicht weggestiegen, ne? Habt ihr gemerkt, ne? Delta One Hotshot, Retreat, Flake Air 167. Also hier mein Landing-Plugin sagt, Sinkrate war 211 Fuß in der Minute, 2000 Fuß nach Bahnbeginn. Mal gucken, was der Sim Toolkit Pro sagt. So, Delta One, wir sind da unten. Jetzt nach links hier, da lang. Bis zum Ende und dann Hold Short 3-3. Passenger flight with lots of furniture. Yeah, Roger, then Delta 1 Hold Short 3-3. Yeah, Delta 1 Hold Short 3-3, IKEA 167. Oh! Wo bist du? Bei Yankee 1. Wo ist denn Yankee 1? Ah ja, okay. Verstehe. Mach ich ja. Bist du noch online? Hier mal auf die Liste von Flugzeugen gucken. Ah, sogar der Peter ist hier, wow. Der Claudio ist im Anflug. Moment, ich kann es euch sagen, der Claudio ist gerade, Moment, wo ist er? 20 Meilen vom Flughafen entfernt noch, auf 5000 Fuß, also der ist auch bald da. So, ich kann da immer mein After Landing Zeugs machen. Cross 3-3 and then 1-2-1-7, IKEA 167, Smørbrøl. So, wo ist da der? Ah, da, guck mal. Er hat doch gesagt, er ist bei Yankee 1. Da ist der Lufthansa 737 und noch irgendwas anderes, ein Airbus irgendwas. Und kein Hapag-Lloyd. Warum das denn? Muss ich mal gucken, was da nicht richtig gematcht wurde. Also, crossing the runway, right clear, left clear. Approaching, 3-3. Und 1-2-1-7. Nee, es gibt keine Airbus Livery für Hapag-Lloyd, nee. Apron Moin, Hub IKEA 167. Taxi 04 Alpha, Zulu 3, Zulu 1, IKEA 167. Also hier, wir sind hier, ne? Einmal geradeaus, Zulu 3.
Zulu 1 und dann hier 0 vor Alpha, was auch immer. Werden wir schon finden. Und da sind noch Maschinen im Anflug, das sieht cool aus, ne? Mit den Landelichtern. Wie auf der Perlenkette aufgereiht, ne? Das ist schon lustig gemacht, das mag ich. Wahrscheinlich ist da hinten ganz am Horizont, das ist der Claudio. Mit seinem fetten Bomber. Also 02 2 Charlie 3 Alpha 3 Bravo 3 Charlie, come on, give me 4 Alpha 04 04 Bravo, gibt's keine. Es gibt keine. Alpha. Nehmen wir die 4 Bravo, was soll's. Taxi light off. Hund beschwert sich, dass die Rollgeräusche hier am Boden findet er. Wahrscheinlich klingt nach Hund. So, Park Break Set. Dann Karte weg. Achso, ich wollte gucken, gibt es diese Serie vor Alpha überhaupt? Wahrscheinlich gibt es sie schon, real. Oh ja, okay. Der vor Alpha wäre links vom Vierer gewesen. Ich hätte auch in die Karte gucken können. Ja, ich weiß. Müsste man nicht sagen. Also GPU Connect, mach mal Cockpitlicht an, Connected, Fuel Off, Shutdown, Beacon Off, Fasten Belts Off. There are several aircraft mating each other. Also dann hier bla 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 bla, fuel pumps off, la la la, window heat off, electric pumps off, ignition auto, panel is set, that's cool. So, das war okay, ja. Heute lief es ganz gut, ne? Aber ich freue mich auch wieder auf 767 fliegen. Wieder alles ganz anders.
Was ist alles WR? 15.8, glaube ich, DME ist, glaube ich, 15.8, ja? Nee. 15.9? Nee, auch nicht. Ja, aber die SIBO ist sehr gut. Also, ich bin damit sehr zufrieden. Die neueste Version, die 20er gerade, die fliegt sich wieder ordentlich. Die Versionen davor, die waren ein bisschen wackelig, ein bisschen fickrig beim Steuern, beim Abfangen und so, um Pitch herum. Aber die 20er Version ist wieder ganz ordentlich. Also, das ist irgendwie, wird's verbessert und verschlimmbessert. Ne? Was soll's? So, es hat noch da der Daniel, mal gucken. Da ist ein Airbus. EasyJet, nee, ist er nicht. Hier. Oasis. Oh, da kommt was. Kennen wir den? Schnell! Da kommt der Claudio mit der 767. Cool. In die Eisen, Claudio, in die Eisen. Das Bahnende kommt näher. Ich überhole mal hier. Ich habe auf die Tower-Frequenz gewechselt wieder. Da können wir eben zuhören. Ja, ist doch nett. Wenn man die Fliege auch wirklich erkennen kann. Ja, wir könnten noch die Türen hier aufmachen. Ja, Forward Entry. Ja. Ah. Also was ich noch eben wirklich testen muss besser ist die Geschichte hier mit dem ANF RMP Anflügen. Da ist dann die Max noch nicht so auf der Höhe der Zeit, ne? Das kann die SIBO deutlich besser. Ah klar, die SIBO hat glaube ich, besseren Support von real fliegenden Piloten auf dem Muster und entsprechend auch besseres Feedback. Ich bin schon müde geworden.
Wo ist denn der Claudio? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Oh, ist noch so weit weg da hinten. Der ist doch da hinten. Oder parkt er da drüben? Das kann auch sein. Ich dachte, die Fracht wäre hier im Süden. Rollt er immer noch, oder was? Ah, jetzt rollt er wieder. Also was ich beim realen Fliegen sehr mag, ist nachts fliegen auf Flughäfen mit diesen, die blauen Lichter sind irgendwie, weiß nicht, lecker. Schwer zu sagen. So. Letztes Tageslicht. Was halt noch fehlt, ist dann, dass auch die Triebwerksgeräusche von den Flugzeugen hier simuliert werden, von diesen Modellen, ne? Ja, komm, Fahrwerk rein, ja, da geht's rein, guck, zack, cool. Da ist der Claudio. Auch schön gemacht hier mit den Beleuchtungen, ne? Dass das nicht nur einfach so leuchtet, sondern es eben auch der die Texturen außenrum in so einem Leuchtkegel beschienen werden. Das ist gut gemacht, ja. Speed, was? Speedbird? Nee. Da kommt noch jemand zur Landung. Okay, der packt jetzt hier. Was ist das hier? 91 Bravo.
So, ich glaube, das ist alle ausgestiegen. Dann kann man hier Terminal Flight machen. Und dann würde ich sagen, schalten wir den Flieger ab, ne? Also IRS off. E-Mail Lights off. Wir können auch Lichter abschalten. Und dann GPU off. Und Battery off. GPU weg. Und damit ist der Flieger aus. So, Claudia, hat hoffentlich Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt mehr oder weniger beide alleine geflogen sind. Aber war im Großen und Ganzen war es ein unterhaltsamer, schöner Flug. Hat Spaß gemacht, ja. Wir können auch hier im Sim Toolkit Pro, ach genau, wir wollen ja nachgucken, wie das hier aussieht. Flight Summary machen. Dann Complete Flight. Okay. Ja, ich habe leider den Flug vorhin nicht gelockt hier, ne? Von Doha nach Dubai. Naja, was soll's. Let's überleben. Also ich finde das mit dem Zoom Toolkit Pro ganz gut, weil man, wenn man das lockt, kann man seine ganzen Flüge nachvollziehen. Hier das war von St. Martin. Nach Miami. Und das war der Flug davor von Orlando nach Atlanta. Ist schön, dass man das da so hat. Kann ich eigentlich meine Flugpläne, meine alten Logbücher importieren? Ja, also man kann Logbücher importieren. Aber hier bei Tools and Data. Hier Import. Kann ich halt hier Flüge noch eintragen. Ja, ich kann das machen. OTHH, ja, nach OMDB, ja, zack. Was haben wir vorhin? Sky Dubai 1671. Keine Ahnung. Was der IATA-Code von Fly Dubai ist. Ich habe die gar nicht drin. What's the departure time? Was waren das? Irgendwie 18 Uhr Sudo, ne? Achso, nee, 18. Juli, so war das ja. So, jetzt stimmt's. Ja, okay. Arrival Time war ungefähr 19 Uhr. Zulu. So, Add Flight. Geht nicht, warum das? Muss ich ein Flugzeug hinzufügen aus meiner Datenbank. Ich nehme halt IKEA halt, ist ja wurscht. Ja, jetzt geht's, ja, super.
Ja, Logbook. Ist auch drin, der Flug jetzt. Naja, was soll's. Aber eben, kann ich noch meine ganzen Sachen hier, ja. Ich würde gerne noch importieren, meine Logbücher aus FS9 und aus X-Plane und so weiter. Da habe ich ja auch tausende Stunden geloggt. Na, hundert. Tausende ist ein bisschen übertrieben. Wäre nett. Aber so ist es halt. Nicht das Ende der Welt. Ich mache mal noch die Fly Dubai Maschine rein. Add Aircraft, nee, das geht so nicht. Manage Fleet, Scan Simulator. Oder aus dem Watson-Profil, ja, das wäre auch cool, ja. Aber es gibt ja auch keine Exportfunktion, ne, bei Watson. Ja, Fly Dubai, Alpha 6, Fox Echo Zulu. Und wieder mal kann ich die Max 8 nicht hinzufügen, weil sie nicht gibt. Was als? Nehmen wir halt die hier. FDB, Fly Dubai, ja, ja, ja. OMDB, zack. So, jetzt kann ich in mein Logbuch reingehen, vielleicht in den Flug bearbeiten. Geht das? Edit, genau. Aircraft, Boeing 738. Ja, Fly Dubai. Okay. So. Jetzt stimmt das. Also Landing Reports, was haben wir gesagt? Hier Hamburg, der sagt jetzt hier, ich hätte angeblich minus 154 Fuß gehabt und Landing Distance war... Oh, ist nicht drin, 0. Das kann ja auch nicht sein. Ach so, weil er die Landebahnschwelle nicht einzeichnen konnte. Schade, naja, was soll's. Aber ich war zufrieden. So, hier, weg mit dir. Tschüss. Okay, ja gut. Naja, so wichtig ist dann auch nicht. Dann würde ich sagen, ich mache den Laden jetzt zu und wer schlafen will, muss oder will, tut das jetzt. Sonst sehen wir es noch im Discord, ja. Also, I'm closing shop now. And those of you who would like to or have to go to sleep, you do that. Otherwise, I'll see you in Discord, ja. Also, bis später. Ciao, ciao.